Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Guild Wars 2 und wiederum schalte ich eine Miniatur frei. Ihr seht, zu langsam gehen sie zur Neige, aber es sind noch ein paar. Und dieses Mal ist es der Mini-Dampf-Minotaurus, den man sich im Handelsposten auch kaufen kann. Da zahlt man circa 11 Gold für, das ist also tatsächlich nicht so viel. Der Mini-Dampf-Minotaurus kann in der mystischen Schmiede hergestellt werden. Dafür braucht man den Mini-verdrehten Albtraum, den Mini-verdrehten Spalter, den verdrehten Reparierer und den verdrehten Schrecken. Alle sind einfacher zu erwerben und dann gibt es eben zufälligerweise einen der Dampf-Miniaturen, also der Reiterwüstling oder eben den Minotaurus, den ich jetzt in der Account-Garderobe freischalte. Und dann schauen wir uns natürlich auch einmal an. Da ist er. Ja, was soll ich sagen? Also ähnlich wie der Dampfreiter, den ich auch sehr nett finde. Gefällt mir der. Der gefällt mir sogar noch einen Ticken besser. Den hier, den habe ich noch nicht. Den habe ich auch hier nicht. Den muss ich mir wahrscheinlich noch kaufen. Das ist er also, der Minotaurus. Sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Eine tolle Miniatur, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und wie schon gesagt, man kann sie selber herstellen, man kann sie aber auch tatsächlich im Handelsposten erwerben. Ihr habt es ja gesehen, circa 11 Gold. Das ist jetzt echt nicht viel für den Kerl. Sehr tolle Bewegung. Mal gucken, ob er was macht, wenn er so rumsteht, faul. Wir bleiben ein bisschen stehen, ich trinke einen Schluck Kaffee. Das tut gut. So, der erste Kaffee am Morgen. Oh ja, er schnaubt nach oben, macht sogar ein Geräusch. Sehr coole Miniatur, muss ich sagen. Sehr, sehr coole Miniatur. Die Leuchtstreifen sind hier nicht ganz so. Also diese Kabel nenne ich es mal. Oder nee, es ist wahrscheinlich tatsächlich. Das könnten Kabel sein, doch, doch. Sind hier nicht ganz so gut zu sehen. Aber, also im Spiel, aber hier in der Ansicht sind sie hervorragend zu sehen. Die Details sind irre. Also das ist echt immer wieder faszinierend, was die Miniaturen an Details haben. Und die gehört definitiv zu den Miniaturen, die echt tolle Details haben. Gefällt mir sehr gut. Lohnt sich also für mich hat es sich jetzt definitiv gelohnt, diese paar Gold auszugeben. Keine Ahnung, ob ihr das anders seht. Wenn ihr aber denkt, oh, der gefällt mir auch, kauft ihn. Habt es ja gesehen, kostet nicht viel. Ist einfach zu erwerben, beziehungsweise ihr könnt ihn euch natürlich auch in der mystischen Schmiede versuchen, selber herzustellen, wie ihr wollt. Nun ja, der Mini-Dampf-Minotaurus, sehr schöne Miniatur, gefällt mir gut. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst, beziehungsweise mir ein Abo schenkt. Dafür gibt es einen Abo-Button, den ihr unten seht. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.